Sogar einen Moser. Aber ich würde sagen, erstmal lass uns noch zusehen, dass wir einen Sarko kriegen, zwei. Genau, weil die sind unter unter Wasser Wasser richtig stark. Ja. Die halten viel aus, sind schnell, machen gut Schaden. Das ist nicht schlecht im Tyrelia. Ich habe ein Itching getimed nebenbei. So. Sehr schön. Nice, sehr schön. Level Ja, im 2 Tyrelia, das ist natürlich schon cool, ja. Maxoman ist so wieder da. Okay, sehr schön. Willkommen zurück. So, wir schauen mal. Was denn hier? So, ich glaube, das dürften die letzten Narkotika gewesen sein, die ich dem geben muss. Das ist jetzt immer noch der 72er, ja? Das ist immer noch der 72er. Mit Kibbles. Mit Kibbles. Ja, da könnt ihr mal sehen. Es ist wirklich Du willst nicht. nicht wissen, wie lange das mit Fleisch gedauert hätte. Ja. Zählen eigentlich die dazu gewonnenen Level dazu für den Grundwert? Ja. Okay. Für die Perrung zählt es, quasi wenn er fertig ist, getamed. Das ist der Wert, der für die Paarung ausschlaggebend ist. Okay. Das wäre jetzt immerhin doch noch Level 90. Bin dir leider kein Öl, was sie. Und daneben. Ich hab jetzt sämtliche Haie geplättet. Ich finde hier kein Öl. Ja, viel Öl gibt es hier unter Wasser auch nicht. Finde ja nicht mal Viecher. Wo bist du jetzt hingefallen hier? Mega, neuerer. Sneebo, nein, Känguru haben wir nicht. Wir haben heute noch mal gesucht eine Weile, aber es ist einfach hier nicht zu finden. Ich glaube auch wirklich, da ist irgendwas, weil das mit den Spinos ist für mich auch so unerklärlich. Und das sind alles Sachen, die seit dem letzten Patch auf einmal da sind, ne? Solche Geschichten. Deswegen Ja. diese 70 Spinos gestern da in der einen Ecke, das war schon krass. Habe ich noch nie gesehen vorher. Und deswegen bin ich echt mal gespannt. Die haben mit Sicherheit die Prokoptodons versehentlich rausgepatcht. Aber die sollten ja auch wiederkommen, denke ich mal. Weil Ja. Ark ohne Prokoptodon ist ja wie Kaffee ohne Kuchen, ne? Ich trinke überhaupt keinen Kaffee, ich nehme den Kuchen auch ohne. Echt? Ah, Ja. ich weiß nicht, so lecker Kuchen. Schönes, leckeres Tässchen So Kaffee leckerer dabei. Kuchen. So Ah, leckerer nee. Kuchen mit ein bisschen Kaffee dabei, das soll immer was Ich Feines sein. trinke auch ein Stück Kuchen. Wie hältst du das denn so, Olli, mit Kuchen und Kaffee? Ach, Kaffee, Kaffee ist doch Kuchen. schon ein Stück. Kuchen, Kekse. Genau. Perfekt. Immer gut, oder? Oh, der Itchy ist tot. Oh, Ja, das von ist. dir gekillt. Ja, das hat den Hai angegriffen und ich habe gerade. Okay, das war dann unser 5-Minuten-Ichi. Also wir haben nach Ja. unserem 7-Minuten-Spino jetzt auch ein 5-Minuten-Ichi. Kakao, ja, Kakao ist mir da lieber. Oder ein schöner Cappuccino. Kakao ist ja sogar sowas Geiles. Kakao Aber, ist richtig was. da war es, hast du Also gehört? ich habe das, ich habe das, Cappuccino. ich habe das, häufig habe ich das gehabt, dass du dann so mitten in der Nacht wach wirst und denkst, jetzt einen geilen Kakao. Und dann Hast du an den Kühlschrank. Doch, Nee, eher nicht. habe ich. Und dann an den Kühlschrank ran. Eiskalte Milch. Und da Kakao rein. Ist schon geil. Ist schon geil. Aber soll man nicht warme Milch trinken, wenn man wieder schlafen möchte? Nee, ich trinke dann immer eiskalte Milch. Ich penne danach wie ein Baby. Alles gut. Popo in der Luft, weißt ja, alles in Ordnung. Ja, ein Bäuerchen noch Und dazu. genau, ja, so läuft das dann. Mo morgens, morgens heißt es dann wieder, hier hat der Hund hingehauen. Dabei ist doch nur der Kakao umgekippt. Das war nur der Kakao. Ich war das gar nicht. Ein Itching in der Nähe, schade. So, komm, Kermit. Ja, das ist sogar ein männlicher. Also, Community, was haltet ihr davon? Nennen wir den gleich Kermit?
Kermit der Frosch? Kermit. Habt ihr denn einen Namen für einen Quetzal, für einen weiblichen? Leck. Hatten wir doch, hatte Elinja doch schon gesagt. Hatte Elinja, habe ich schon wieder nicht gehört. Von der Weide. Von der, ach ja, von der Weide. Von der Weide. Richtig. Auf der Weide. Ja, aber von der Weide klingt irgendwie besser, oder? Elinja, können wir auch von der Weide draus machen? Wie auf der Weide? Ich glaube, von der Weide klingt auch cool, oder? Kein Plan ist für Georg. Okay, für Georg anstatt Kermit. Also, von der Weide geht auch. Gut, dann nennen wir ihn Georg. Georg von der Weide? Von der Weide. Nee, der Frosch heißt Georg. Der Frosch heißt dann Georg. Und kein, der Quetzal Level 90 heißt... Von der Weide. Von der Weide. Ursula. Ursula von der Weide. Genau! Nein, nur Ursula von der Weide. Von der Weide. Wir haben ja auch schon Ankylo Merkel, dann können wir auch Ursula von der Weide haben. So, von der Weide müssen wir. Wenn das klappt, dann komme ich gleich mit Prime Meat. Und mit Öl? Gibt's da nicht. Wo habt ihr denn die andere Base? Weißt du, wo die drei Wasserfälle sind? Nee. Die drei Wasserfälle übereinander. Ich glaube, ich starte mich gleich erstmal wieder aus. Ich habe ja gerade gar nichts. So, pass mal auf. Ich starte mich. Tut euch die Ruhe an. Ich stelle mich auf den Berg und springe und dann siehst du mich, ja? Naja, und dann stirbst du eine Runde und dann, dann sehe ich deinen Strahl. Wo ist denn hier der Losty? Also, du hast 23,18. Da sind wir. 23,18. Ich habe kein GPS. Guck auf die Karte. Oben links gibt es nur einen weißen Bobbel. Ein weißer Bobbel. Und da ist ein See dahinter. Losty, wo stehst du? Ich habe hier Prime Meat. Ja, hier. Hast du auch Öl? Ich zeige dir. Hast du auch Öl mitgebracht? Öl bringt Komo. Komo bringt halt. Das? Ich statte mich jetzt erstmal selber wieder aus. Ich muss erstmal die Steine hier weg haben. So. Wo bist du denn? Hier vorne, wo die kleine Bucht ist hier. Vorne, wo die kleine Bucht ist. Du kommst bei uns aus dem Tor raus, dann hast du links hast du so ein kleines Wasserstückchen hinauf. Hier, ja. Siehst du mich hier hüpfen? Noch nicht. Da ich sehe dich aber schon, direkt geradeaus hier. Und da unten ist Georg. Darf ich vorstellen, von Georg? Dann hol raus. Nee, den kann ich noch nicht rausholen. Nein, das Prime Meat. Das Prime, sehr schön. Was soll ich das machen? Nee, prima, ich hab schon. Wofür brauchst du das jetzt eigentlich noch? Ich pack das noch in den Frosch rein, dann geht er noch ein bisschen schneller. Achso. Hörte sich gerade so an, als wäre Georg schon getamed. Bin Itchy, habe ich zwei Prime Meats gebraucht. War der getamed? Neutral, passiv. Mensch, name so. Ursula von der Weide. Kermit passt, meiner Meinung nach, weil er grün ist. Okay, jetzt haben wir einen Putt. Jetzt haben wir einen Putt. Georg oder Kermit? Georg Kermit Akrobat. Nein. Georg Kermit. Hulk. Dann könnte man ihn auch Hulk nennen. Okay, dann nennen wir ihn Georg Kermit Hulk. Das andere Fleisch brauche ich nicht rausnehmen, Sebi. Der sucht sich schon das Leckerste raus. Das machen die, glaube ich, immer noch, ne? Ja, das machen die noch. Der sucht sich das Leckerste raus. Guten Abend, Waldfee. Stück. Waldfee, moin moin. Waldfee. Habt ihr gesehen? Da vorne waren gerade 8, jetzt sind es noch 7. Holt sich immer das leckerste Stück raus. Georg Kermit, der Erste. Genau! Georg Kermit, der Erste. So nennen wir ihn. Ist ja auch unser Erster. Zumindest unser Erster Georg Kermit. Genau, Georg Kermit, der Erste. So, wo schlappt jetzt Steh hier rum? Steht jetzt Schlapp hier rum? Wo schlappt jetzt Steh hier rum? Kann ich eigentlich in den Sattel?
ein Sattel für den Frosch, das wird gar nicht mal so Sattel, ach, da vorne ist Schlabbi. Sattel. So, Belzebufo. 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 Ich markiere die Belzebufo. Ah, ist gleich fertig hier. Georg Kermit, der Erste. In Schlappi ist übrigens noch ganz viel Prime. In Schlappi ist noch Prime. Beziehungsweise im Kühlschrank auf Schlappi. Ja, das lebt auch noch das Prime, glaube ich. Was in Schlappi noch drin ist. Okay, Belzebufo. So, Klotze. Jetzt schreiben wir hier. Georg Kermit, der Erste. Da haben wir ihn. Moin moin, willkommen. So, dann gucken wir mal, dass du jetzt erstmal hier ein bisschen Charakter bekommst hier und nicht gleich losrennst. Jetzt komm mal mit. Komm. Wo ist denn jetzt hier? Da ist doch noch Polymer. Sagen, wir haben da noch Polymer irgendwo. Polywer? Polymer. Nee, er soll Kreorg. Georg. Ja, jetzt heißt er erstmal. Seinen Namen hat er jetzt, ja. Das wird nicht der letzte Frosch bleiben. Nö, davon ist auszugehen. Du hast da was hinter dir. Ein Frosch. Froschen? Ich hab mal einen Frosch. Ah, Froschen. Rapante, Rapante. Ein kleiner, plappernder Kaplan klebt wie gepöppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Genau. So, Hide, Fiber, Wood, Zementipaste. Hide, Fiber, Wood, Zementipaste. Ah, Frosche. Hide, Fiber, Frage. Wood, Zementipaste. Hide, Fiber, Wood. Lernst du gerade ein Gedicht? Wood, Zementipaste. Genau, der lerne ich gerade. Das hört sich gerade echt so an, als Hide, wenn du aus dir dein Gedicht lernst. Okay, da werden wir dich gleich mal abfragen. Ja? Okay. Ein, was kam nach Hide? Fiber. Was kam nach Fiber? Wood. Nach Zementipasti? Kam Hide. Ah, und nach Hide? Fiber. Hey. Gut gelernt, ne? Ja. Okay, und das Ganze jetzt rückwärts? Nee, kann ich nicht. Da muss ich striken. Ja, komisch aus. Striken? Voila. Am Weg. So, ich glaube, das packen wir jetzt mal hier in Dreambrei. Da gab's noch Prime. Munition, glaube ich. Nee, da gab's keine Munition, da gab's Munition. Ein paar Gammelfleisch kriegst du auch mal dazu. So. Sitzt hier aber komisch drauf. Ja, das sieht auch nicht gerade so prickelnd aus, wie du da drauf sitzt, ganz ehrlich. Naja. Yeah. Ja. Wo bist du? Hinter dir. Okay. Ich bin mal weggehüpft, ne? Mhm. Wolltest du daran? Nö. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir hier jetzt gleich den Fabricator bauen können. So, Spark Powder sollten wir hier jetzt ordentlich haben. Ja, sieht man. Ordentlich Spark Powder. Nicht in die Spike springen. Mach uns jetzt Kermit nicht. Oh, alter Schwede. Ja, da war echt ein. So, ich setz mich drauf und er bewegt sich kein Stück, hab ich doch gesagt. Drück mal Space. Nee, selbst mit Space bewegt er sich nicht. Das liegt wohl eher an meinem ganzen Geraffel, was ich mit hab. So, ich werde mich mal ins Haus stellen. Dann bin ich mal AFK. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, Pelz haben wir auch noch ein bisschen. Ich fülle gerade noch mal eben hier zwei Bierchen ab. Okay. Nehme ich gerade noch leere Flaschen gefunden, Gläser. Du kommst aber gleich hierher, oder? Ich rüste mich gerade erstmal wieder aus. Und dann bringst du Wood mit, hast du gesagt, oder? Das kann ich machen. Ne, Wood meine ich nicht. Nein, ich meine hier Öl.
Wurt, du hast gerade gesagt, Wurt, ich bin jetzt nur Wurt mit. Ich möchte aber Öl haben. Ich möchte wohl ganz gerne Öl haben. Das ist aber ein Problem, weil ich bin jetzt nur Wurt mit. Nein, Mensch. Boah. Wie lange wollen wir noch streamen? Also bis um 12 eigentlich schon. Ja, bis um 12 auf jeden Fall. Und wenn dann noch genug los ist und der Chat noch ordentlich belebt ist und alle noch Spaß und Fun haben, dann machen wir noch ein bisschen länger. Aber nur dann. Nur dann. Sonst nicht. Lerne ich jetzt hier eigentlich Sachen zu machen? Und noch bestimmt oben noch was an Rüstung rumliegen. So, das Teil haben wir da jetzt schon mal zu. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich da... Oh. Doch so viel. Ich glaube, ich hätte jetzt Lust... Boah ey, die Musik geht mir heute irgendwie sowas von offen. Kalfaktor. So. Noch Fragen stellen bitte, okay? Stellt Fragen, stellt Fragen. Ja, wir bleiben auf jeden Fall noch ein bisschen. Noch ist ja Zeit. So, ich werde jetzt hier, glaube ich, mal ein bisschen... was haben wir denn noch alles an Material drin? Oh, was hat Deadman sich denn hier gebaut? Oh. 3 komplette Tarnrüstungen. Ja, Gillies Hutes, weißt du, bevor ihm die vergammeln, baut er sich ein paar mehr davon. Das ist, das ist Deadman, der steht auf Gillies Hutes, das wissen wir mittlerweile. Gillies Hutes, Deadman. Ich klaue mir da jetzt mal Teile von. So. Das sieht doch jetzt herrlich bescheuert aus, wie ich jetzt rumrenne. Ob wir heute noch ein bisschen Dinos killen können? Ja, das können wir gleich auf der Rücktour auf jeden Fall noch machen. Dann leveln wir auch gleich. Dann leveln wir ja auch gleichzeitig ein wenig. Das machen wir nachher noch. Klar, auf jeden Fall. So. Im Übrigen, ganz kurz gesagt, morgen gibt es keinen Stream. Bevor ich das jetzt vergesse zu sagen. Homo. Okay. Es sei denn, wir kriegen das morgen schon auf die Reihe oder später auf die Reihe, morgen im Laufe des Tages, weil ich bin morgen Abend nicht da, dass Fauli streamt. Dann wäre es definitiv kein Problem. Das beschwätzen wir nachher mal, oder? Ja, machen wir. Vielleicht gibt's dann doch morgen ein Stream. So. Waren in Dreambrei nicht noch irgendwelche Säulen drin? Ich meine ja, oder? Nee, die waren in der Linie. Oh Mann, ey. Ja, muss ich hier welche machen. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Als wenn das ein Problem wäre. Ist es aber nicht, ja? Hier sind ja noch ein paar Holzsäulen. 6. So. Was machen wir denn jetzt mal hier? Jetzt machen wir hier. Hier.
1, 2, 3, 4. So, das sollte reichen. Sechs. Ja, komm, haben wir jetzt einen Leck? Ja, natürlich haben wir andere Dinos außer Ketzer. Ist ja sicher. Sicher haben wir andere Dinos. Auf jeden Fall. Wir haben Pteranodons, wir haben Argentavis, wir haben Raptoren, wir haben Terrorbirds, wir haben Stegos, wir haben Affen, wir haben eigentlich alles Mögliche schon. Backsteinhaus, moin moin. Oh, und direkt bei uns in der Base ist mal wieder ein wenn wir nachher runtergekommen. Wenn wir nachher in einer anderen Base sind, dann mache ich mal die Runde. Zeige ich es euch mal. Ich habe gerade gefragt nach einer Rüstung. Ja? Da kommt ein Strahl mit einer Rüstung runter. Ja, cool. Cool, Komo, so soll's sein. Backsteinhaus. Du hast keine gesehen. Nein, gut, wir checken das dann. Ich zeige dir die Tiere dann gleich, wenn wir wieder in die andere Base fliegen. Weil das hier ist ja bloß unsere zweite Base. So eine kleine Außenbase, die wir jetzt hier bauen. Aber ich zeige dir das definitiv, wenn wir gleich oder später dann wieder rüber. Wieder bei der richtigen sind. Genau. So, Maxoman hat sich in der Zwischenzeit ein Spiel ausgesucht. Sehr schön. Man of War Assault Squad hat er sich ausgesucht. Man of War Assault Squad, okay. Bla Frank, ob wir demnächst auch noch einen T-Shirt-Shop haben werden. Ganz ehrlich, wir sind am Überlegen, sowas in Zukunft zu bringen. Wird auch mit Sicherheit passieren. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das ist noch nicht spruchreif. Wir müssen erst die da irgendwo schauen, dass wir den vernünftigen Partner dafür bekommen, weil wenn wir euch T-Shirts anbieten, dann möchten wir natürlich auch, dass sie qualitativ hochwertig sind und dass ihr da auch wirklich was von habt. Jetzt gehe ich gerade noch mal eben auf die Frage von Backsteinhaus ein. Für den perfekten Tame lässt man den aushungern und gibt ihm dann Kibbel oder Kibbel direkt rein? Das ist eigentlich egal, oder? Genau. Für das Level macht es keinen Unterschied, ob man direkt Kibbel reinpackt oder ihn erst aushungern lässt. Wenn man ihn aushungern lässt und darauf achtet, dass er durchgehend Narkotik hat, also Torpor hat, kommt einem das, wenn man dann Kibbel reinpackt, kürzer vor, aber im Endeffekt dauert es genauso lange. Ob man ihn jetzt direkt komplett essen lässt, man kann noch mit Stimulant arbeiten oder Stimberries, dass man dadurch noch ein bisschen Nahrung wegkriegt, aber da muss man noch mehr Narkotik gegenwirken. Da hatten wir schon einmal das Glück, dass er kurz bevor er aufgewacht ist, dann doch wieder der Torpor gestiegen ist. Und der ist dann aber auch dann noch gestiegen, weil wir so viel Narkotik reingehauen haben, um den Torpor wieder hochzukriegen, dass er selbst noch fast in Ohnmacht gefallen wäre, als wir ihn schon gezähmt hatten. Ja, also bei Stimberries und Taming mit Narcotics und allem drum und dran, da ist es wirklich, wirklich heftig. Ne? So, Backsteinhaus. Okay, das hattest du ja jetzt beantwortet. Ja. Genau, das hatte ich gerade beantwortet. Da kam die andere Frage dazwischen. CB. Juni. Auf jeden Fall ist das angedacht, dass demnächst noch jemand aus unserem Tribe oder beziehungsweise von den Akrobaten zusätzlich streamt. Wie gesagt, Fauli ist bislang immer der Backend-Mensch gewesen, der halt eben sehr viel Offstream für uns gemacht hat und uns da geholfen hat. Und wir haben ihn jetzt endlich dazu bekommen, dass er halt eben auch im Stream dabei ist. Und der hätte die Möglichkeit zu streamen. Wir müssen ihn jetzt aber, das müssen wir ein bisschen behutsam angehen. Und ich könnte mir aber schon vorstellen, dass ihr demnächst halt eben auch Fauli streamen seht. Dass Fauli ja, dann oder, halt eben oder mal, vielleicht mal nicht. Oder Komo. Komo ist auch dabei, das so aufzubauen, dass es bei ihm funktioniert. Ich muss da nochmal ein bisschen gucken mit meiner Internetleitung. Aber es müsste eigentlich gehen. Aber es ist definitiv angedacht, dass nicht nur ich streamen werde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre dann auch mal froh,
wenn das mal jemand anders macht und ich dann halt eben auch einfach nur arg mitspielen könnte und dann halt eben nicht drauf achten müsste, okay, läuft hier alles vernünftig und ist alles perfekt. Gut, mir macht das Spaß, mir macht das riesig Spaß, vor allen Dingen mit euch, mit so einer coolen Community, es ist richtig geil. Wie gesagt, wir hatten bislang noch keinen einzigen, doch, gestern hatten wir einen. Einen Vogel hatten wir gestern dabei, der meinte, ein bisschen Quatsch machen zu müssen, der dann von uns im Chat auch gebannt worden ist. Aber ansonsten hatten wir noch keinen, wo wir sagen, hey, das macht keinen Spaß. Also uns macht das wirklich so extrem viel Spaß und ja, es ist einfach nur geil mit euch. Vielen, vielen Dank dafür. Kann ich jetzt nochmal... Ja, du kannst. ...Koordinaten haben? Du kannst Koordinaten bekommen. So. Piasno, vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Hab viel Spaß im Stream. So, 24-18, dann stehst du direkt in der Base. 24-4, 18-2, dann stehst du direkt in der Base. Ja, Monster Hydra, das, wir hatten da schon mal ausprobiert, eine Como-Cam zu machen, weil halt meine Leitung nicht so gut ist. Aber da haben wir momentan auch das Problem, dass dann der Stream allgemein anfängt zu laggen. Genau. Und da müssen wir nochmal in aller Ruhe dran arbeiten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber da werden wir auch eine Lösung finden. So, das sieht hier doch schon mal ganz... ganz exzellent aus. Ich glaube, hier könnte ich fast noch ein paar mehr Betten hinstellen, oder? Exzellent. Exzellent. Oder packen wir hier Schränke hin? Da können auch Schränke stehen. Da können auch Schränke stehen, oder? Da können auch, ich weiß We nicht. We are a community. Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch ein cooler Spruch. Das ist, ja. Fällt mir gerade so ein T-Shirt ein. Weißt du, das Arklo, hier das Akrobaten-Logo drauf und dann We are a community. Das wäre doch cool. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Sehr schön. Aufschreiben. Aufschreiben. Ja, wie gesagt, Monster Hydra. Wir gucken da definitiv nochmal nach. Vielleicht kriege ich es jetzt auch hin, dass es komplett bei mir funktioniert. Ah, toll. Dann will ich hier gerade bei einem Strahl landen. Und da geht er natürlich kaputt, wo ich gerade absteige. Ja, das habe ich auch schon häufiger gehabt. Das ist dann ärgerlich. Ja. Ja, aber wie gesagt. Hast du Öl mitgebracht? Losty. Okay. Du hast gesagt, ich soll Holz mit. Öl. Nein, Quatsch. Ich hab dir Öl mitgebracht. So. Joni, die Streams, die laden wir nachher immer hoch im YouTube. Genau. Die werden immer hochgeladen, damit ihr dann halt eben auch das, was ihr verpasst habt, sehen könnt. Maxoman, ja, das ist unser Rex. Ich hab noch nie eine Flairgun abgeschossen und das mache ich jetzt das erste Mal. Ja, mach du mal. Ich glaube, ich sehe das sogar. Siehst du das? Nee, sehe ich doch nicht. Ich hatte dachte nur, dass ich das gesehen hätte. Ich habe aber noch eine. Du kannst dann früh genug Bescheid geben. Dann, ja, ich bin jetzt gerade bei 36, 44. War noch ein bisschen. Ich muss ja auch nochmal Stamina recken. Maxoman fragt, ob das Geräusch vom Following etwas leiser machen könnte. Er bekommt jedes Mal einen Riesenschreck. Muss ich mich drum kümmern. Werde ich aber erst nach dem Stream hinbekommen, ja? Ja. Kümmere ich mich mal drum, dass ich unseren Rex mal ein bisschen zähme und dem mal ein bisschen Manieren beibringe. Versprochen. Werde ich machen. Also Joni, wir benutzen extra eine Geschichte von Twitch, eine Playlist. Und da gibt's manchmal, dass das YouTube ein bisschen rummeckert. Dann wird keine Werbung von uns eingeblendet. Also keine Werbung uns was bringen würde. Aber es funktioniert. So, das wollte ich jetzt. Wir können die Sachen bei YouTube hochladen und die können alle geschaut werden. Torsch. Die wollte ich gelernt haben. Ja, die müssen ja hier im Smitty gemacht werden, ne? Aber auf der einen Seite wäre das auch eine Idee, was Joni sagt. Was denn? Ich kann die Sachen doch aufnehmen und dann packen wir aus meiner Sicht das bei YouTube rein. Das wäre auch eine Möglichkeit, klar. Also das können wir definitiv mal drüber nachdenken. Ja, das ist immer cool. Also wir versuchen für euch... Guten Abend, Reaper.
X-Reapers, moin moin. Wir versuchen für euch da zu sein. Wir wollen mit unserer Community komplett verbunden sein. Das werden wir auch beibehalten, das ist versprochen. Wir werden nicht, auch wenn wir irgendwann mal 200, 300 Zuschauer haben, dann wird es natürlich schwierig, auf jeden Post, der kommt, zu antworten. Aber dafür werden wir dann genügend Moderatoren haben, die euch dann zur Seite stehen. Also wir werden euch definitiv nicht im Stich lassen. Das ist nicht das, was wir wollen, und das ist auch nicht das, was wir anstreben. Für uns ist es Fakt, dass wir unsere Community, dass unsere Community für uns an erster Stelle ist. Und das wird auch so beibehalten. Definitiv. Egal, wie viele Zuschauer es irgendwann werden, egal, wie groß wir werden. So, und jetzt kommt hier noch. Also, bla, auf der PS4, ich weiß nicht, ich glaube, Fauli hat das PC, nicht für PS4. Von daher wird das, glaube ich, schwierig, auf der PS4 Freundschaftsanfragen anzunehmen. Ich habe auch gar keine PS4, Lost die auch nicht. Nein, leider Dead noch nicht. Also auch nicht. Ich würde sie gerne mal haben. Aber, naja, ich kann immer Sony anschreiben. Hier, ich bräuchte mal eine PS4, bitte. Ob die das wohl das machen? Das wäre was. Probieren kannst du es. Noch glaube ich nicht. Bezweifle es auch irgendwie. 21.18 hast du gesagt. 21.18. Hatte ich gesagt, ich bin jetzt, oder? Bei 26.28. Okay. Bin also fast... Ah. Naja, ich geh mal raus. Ich feuer mal was ab hier. Vielleicht siehst du ja schon was. So. Nee, aktuell sehe ich noch nichts. Okay. Außer, dass mir ein ganz klein wenig kalt ist. Aber nur ein bisschen, oder? Ganz kleines bisschen. Da sehe ich, glaube ich, eine Flare Gun. Das sieht sehr flärig aus. Ja. Das neue Survival of the Fittest. Ich habe mitbekommen, dass es da was geben soll. Ausprobiert habe ich es aber noch nicht. Losti, ich glaube, du musst was essen. Nö. Ach so, ja, okay. Schon wieder ziemlich weit runter. Ich habe noch keine Warnung gekriegt, aber ich finde das cool. Jetzt wird schon darauf aufgepasst, dass ich auch wirklich vernünftig esse hier. Ne? Das ist schon geil. Sehr schön. Haben wir Wölfe? Ja, wir haben Wölfe. Ja, haben wir. Nicht hier, in der anderen Base. Hier, okay. Die können wir später nochmal zeigen. Dann können wir auch die Stats nochmal zeigen. So. So, findest du hierher jetzt? Ja, ne? Wir dann Ketzer fliegen, bist du das? Warte kurz. Hier sind wir. Mal eben. Männlicher. Also ich habe jetzt noch einen Flare Gun hochgeschossen, ja? Da hinten. So, also sieht doch schon mal ganz stark hier drin aus. Ciao, Kadehade. Kadehade, bis dann. Ciao, ciao. Mexo. Deadman, Fauli und ich haben ungefähr 350. Achso, stell dich jetzt Fragen. Was für Fragen soll ich denn stellen, Sebi? Ich glaube, die wollen einen Quiz nochmal, aber naja, momentan ist nicht. Nee, gibt jetzt keins. Das Quiz, das entscheiden wir, wann wir das starten. Aber vielleicht gibt's ja gleich noch eins. Mal schauen.
So, Komo, das ist unsere kleine zweite schicke Base. Ich hab's gefunden, im Übrigen, was ich ja gesagt habe. Sehr schön. Hast du Öl hier im Herzall? Ja. Ja. Dankeschön. Habe ich. Dann kann ich nämlich den. Mitgebracht. Ich muss zuerst den großen Fabricator hinstellen, ne? Nee, hinstellen nicht. Ja, ich habe aber. Du kannst den auch im Inventar machen. Ich muss aber Strom machen. Ach, warte mal, ich habe den falschen Ketzer dabei. Genau, und Lost, die hatte über 1200 Stunden. Das ist. Richtig, ja. Kurz am Rande erwähnt. Bad Boy, 700 Stunden, okay. Jo, das ist schon. Maxoman, wir haben uns eigentlich so ein bisschen drauf geeinigt, dass jeder erstmal nur die eine Chance auf ein Spiel haben wird. Ja. Später wird es noch die Möglichkeit geben, also wenn wir es möglich machen können, dass ihr subscriben könnt, dann wird es die Möglichkeit geben, dass ihr darüber auch noch Spiele bekommen könnt. Und das ist dann quasi die weitere Möglichkeit, an sowas ranzukommen. Ja, leider ist es erstmal beim Gewinnspiel nur einmal. Und um subscriben zu können, müssen wir natürlich erst Twitch-Partner werden. Und das dauert noch ein bisschen. Dafür müssen wir noch ein paar mehr Zuschauer haben. Und gut, von den Streaming-Intervallen wäre das alles gegeben, aber wir müssen halt eben noch ein paar Zuschauer dazu haben. Weil das prüfen die, das schauen die nach. Und wenn wir da deren Vorgaben erfüllen, dann haben wir dann, wenn wir die Twitch-Partnerschaft haben, dann könnt ihr auch subscriben und da wird es dann einige Vorteile für euch geben für die Subscriber, das ist schon mal ganz klar. So. Da werden wir dann natürlich auch Vorteile mit einbauen. So, da haben wir jetzt schon mal. Ich gehe noch mal ein bisschen ein wenig Zeugs farmen hier. Ein wenig Zeugs farmen? Ein wenig, Ach, was denn? Wie heißt denn das kleine Zeugs jetzt nochmal auch? Kannst du mal hier den Pteranodon hier von nee, ich kann mal eben mit Athena fliegen, genau, das geht auch. Ich werde noch ein bisschen. Okay, über 2000 Stunden, das ist echt krass. 2000 Stunden ist schon heftig, ja. Über 2000, das ist richtig krass. Ja, das ist, krank ist das doch, oder? Mann. Wolltest du da nicht den Pteranodon runterholen? Nee, ich bin jetzt mit Athena ihm losgeflogen, weil ich nur ein bisschen. Ich brauche eigentlich nur, ein wenig Flint. Eigentlich noch ein bisschen. Ja, hättest du was gesagt, hätte ich doch mitgebracht. Nee, wir können ja auch ein bisschen was fahren, ist ja kein Problem. Du sagst mir ja nichts. Ey, das ist doch nicht mehr normal, ey. Was machst du denn? Ja, Hunde plätten hier, also Wölfe. Ach, hier in der Ecke steht Fauli. So. Hier scheint nichts mehr zu laufen, was irgendwie. Gut, ich will jetzt ja auch nur mal ganz kurz ein bisschen. Komm, lass mich da raus. Ein bisschen Flint sammeln, mehr will ich ja gar nicht. Nur ein bisschen Flint möchte ich haben. Ich soll mit der Hand kämpfen, okay? Warum? Und Quetzal ist doch viel cooler zum Kämpfen. Aber kann ich machen beim nächsten Mal, kein Problem. Kein Problem, das kriegen wir auch hin. Die Ecke ist echt geil hier. Ja, die ist schick, ne?
Auch mit den Bäumen hier, das ist ja, sieht ja richtig genial aus. Ja, finde ich auch. So, wo haben wir denn noch ein paar Steinchen? Mit dem Ketzerl ist zu gut, okay. Aber nichts dagegen, wenn das ein bisschen zu gut ist. Nein, alles gut. Werden wir machen. Also ich werde dann gleich auch mal zeigen, dass ich auch wo mit der Hand kämpfen kann. Dass du auch mit der Hand umgehen kannst. Dass ich auch mit der Hand umgehen kann hier im Ark. Ne? Ey, das sind die Klumpen, die du hier nicht abbauen kannst, ey. Die Klumpen, die großen Steinchen. Kolumpen. Die Kalumpen. Gut. Ich werde jetzt aber Jetzt natürlich fängt das hier an nicht. zu regnen. Oh. Oh, ich bin hier in. Boah, lass mich da doch eben vorbei. Das war knapp. Das hat geräumt hier. Ungegessen. Moin, moin. Wieso bekomme ich so viel Metall? Das sind unsere Werkzeuge, unsere Mega-Werkzeuge, die du erst ab Level 8 machen kannst. Sie sind hocheffizient. So, und hatte ich gestern im Stream schon gezeigt. Wir haben eigentlich bloß zweifach hochgestellt. Mit einer normalen Metal Pickaxe bekommst du weniger raus, deutlich weniger. Aber ab Level 80, da ist eigentlich schon alles gemacht, finden wir. Da ist schon eine Base gebaut, da ist schon dies und das und welches und jenes gemacht, was man mit dem normalen Werkzeug bis dahin gemacht hat. Da sollte man sich das dann auch verdient haben, dass man mal ein bisschen besseres Werkzeug haben darf. Ist in der Akrobaten-Mod, kannst du dir anschauen. Kannst du im Workshop runterladen oder halt eben auf den Server joinen, dann hast du automatisch abonniert die Mod, weil die halt eben Bestandteil dieses Servers ist. Ein Teil hier gefällt mir aber nicht. Was gefällt Man dir hat nicht? überhaupt keine Ahnung im Wald, wo man ist. Das ist das hohe Zeugs, ne? Das ist das. Das hohe Gebüsch. Könnte es mir auch einfach machen. So. Nee, wir haben schon einen Ketz, Sebi. Wir haben doch gerade schon einen Ketz getötet. Hast du Fauli hier oben hingestellt oder was? Nee, kannst du doch gar nicht, oder? Nee, Fauli stand da. Okay. Müsste ich eigentlich auf die Base zukommen, glaube ich. Ja, der macht mir Angst. Pauli 21, macht mir Angst. 18, 3. Warum mache ich dir Angst? Ja, gerade eben standst du hier noch neben dem Fabricator, dann stehst du da oben, wo ich reinkomme, und du läufst auf einmal hinter mir her. Du machst mir Angst. Du machst mir Angst. Naja. Damit wollte ich nur sagen, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Das ist schön. So, ich habe in der Zeit mal ein bisschen hier innen ausgestattet. Das habe ich gesehen. Ich habe Innen mich schon gewundert. ausgestattet. Ein wenig Innenausstattung. Ich habe hier noch kleinen Affen gerade gehört. So. Was einen kleinen Affen gehört. Meinst du etwa mich damit? Nein, nein, Ich ein Mesopithecus. habe. Könntest du mal auf der Karte zeigen, wo man Ketzals finden kann? Monsterhydra, also die findest du wirklich fast überall. Da hat Maxoman schon recht. Die fliegen kreuz und quer durch Valhalla, über Valhalla. Wirklich kreuz und quer. Da musst du wirklich hoch und ja, ich würde mal sagen, ein Stückchen über die Baumspitzen in der Höhe und dann findest du welche. Wie kommt man an so viel Metall?
Coordinato. Coordinatio. Coordinatio. Es ist so, wir haben bei uns auf dem Server, Ausrufezeichen PvE, kannst du auch die Serverdaten bekommen, kannst auf dem Server joinen und auch spielen. Nur mal eben so nebenbei. Wir haben auf diesem Server...